Leute, wie geht's euch? Alles gut? Yeah. Sehr schön. Ich freue mich richtig krass darüber, dass wir das hier durchziehen können. So unter 2G plus sind alle entweder geimpft, genesen und dazu sind alle getestet. Ich glaube, safer wäre es nur gewesen, wenn wir uns vor der Show alle am ganzen Körper einlaminiert hätten. So, aber ich finde es auch deswegen cool, weil wir ein Weihnachtsspecial machen und ich bin absoluter Mega-Weihnachtsfan, weil ich finde, an Weihnachten kann man endlich Sachen machen, die man den Rest des Jahres einfach nicht machen darf. Und da war ich letztens auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und es geht um das Thema Glühwein. Glühwein, woo, yeah, es sind alkoholkranke Menschen da, das ist schön. Bei Glühwein finde ich das Konzept unfassbar spannend. Das geht eigentlich nur zu Weihnachten, weil man nimmt irgendeine Plörre aus dem Tetrapack, so richtig hochprozentige, eklige Scheiße, die nur warm schmeckt. So, und dann, weil das noch nicht genug knallt, packt man da noch Schuss rein. Und jetzt stellt euch mal vor, irgendwann im Sommer sitzt man mit Freunden im Biergarten, bestellt sich ein Bier. Und dann dazu, weil das noch nicht genug knallt, noch ein Obstler, den kippt man da rein. So, ich glaube, das wäre einfach gut. Bei Fabian in Bayern wird man sagen, zünftige Brotzeit. So. Ich habe überlegt, als ich da unterwegs war, auf dem Weihnachtsmarkt waren so Bühnen aufgebaut, da singen dann ja immer so Kinderchöre und sowas. Und diese Weihnachtslieder sind toll, aber diese Kinder sind ja kurz vorm Stimmbruch und ist nicht so toll. Und dann habe ich gesagt, wäre das nicht schön, wenn diese alten klassischen deutschen Weihnachtslieder, wenn die gesungen werden würden von großen Stimmen der Musikgeschichte. Und ja, dann habe ich mich mal so ein bisschen hingesetzt, habe das so ein bisschen umgebaut und ich werde jetzt nur für euch große Stimmen der Musikgeschichte imitieren. Die singen dann nur für euch, singen die, ich meine dich, ja genau, nur für dich, singen die ganz klassische Weihnachtslieder und ich probiere das sehr, 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 sehr authentisch rüberzubringen. Also ich versetze mich immer, ich fange an mit Louis Armstrong. Kennt ihr Louis Armstrong noch? So, I see trees of green, what a wonderful world. Ne? Okay, kurz reinkommen. Und der singt O Tannenbaum. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grüßt dich nur zur Sommerzeit. Es hört sich immer an wie Chewbacca von Star Wars. Nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Thank you so much. Wir kommen zu einem zweiten Akteur. Ich habe 3 für euch mitgebracht. Der zweite ist eine der markantesten deutschen Stimmen wahrscheinlich überhaupt. Und das geht raus an den Stream. Da draußen beschweren sich oft Leute. Ich würde zu viel schreien. Eat this. Es ist Herbert Grönemeyer. Und der singt nur für euch. Klingglöckchen, klingelingeling. Klingglöckchen, kling. Okay. Kling! Glöckchen! Klingelingeling! Kling, Glöckchen! Oh! Wah! Kling! Lasst mich rein, ihr Kinder! Ist so kalt, der Winter! Bochum, kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, oh, 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 kling. Dankeschön. Okay. Yes. Einen allerletzten habe ich noch mitgebracht. Er geht nur mit Alkohol, das ist das Schöne daran. Hier so ein bisschen. Jetzt muss ich irgendwie gucken. Oh, ist mit Schuss? Okay, pass auf, der letzte. Mein SUV fährt von selbst. Okay, der letzte. Ich muss es irgendwie hier hinkriegen mit Alkohol zusammen. Es ist Joe Cocker. Singt für euch alle Jahre wieder, nur für dich.
alle Jahre wieder. Kommt das Christuskind, yeah, yeah, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Oh Gott. So unfassbar kalt. Oh, kennt ihr das, wenn sich sowas anbrodelt, so? Ui, ihr werdet live dabei sein, Leute. Alle Jahre wieder. Hab ich gerade Applaus für ein Bäuerchen gekriegt? Das ist ja der Wahnsinn. Kommt das Christuskind! Dankeschön, das war's von mir. Liebe Leute.